Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, als allererstes möchte ich mich nochmal bedanken, dass dieses letzte Video von fünf Filmen, die ja, härter sind als der Serbian-Film, nochmal so gut ankam. Absoluter Wahnsinn, also die Abonnenten steigen wie sonst was. Ich habe eigentlich mein 1000 Abonnenten-Special geplant zu machen. Das wird auch noch kommen. Das wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende online kommen. Ich gehe mal von Samstag aus. Sagen wir einfach mal Samstag. Ja, 14 Uhr oder Samstag. Ja, doch, Samstag 14 Uhr, das klingt doch gut. Dann werde ich das ganze Video fertig haben und werde es demnach dann online stellen. Und ja, das ganze Video ist aber eigentlich auch schon wieder outdated, kann ich so sagen. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile schon fast 1500 Abonnenten erreicht. Was ist da los? Was zur Hölle passiert mit diesem Kanal gerade? Ich hatte vor 5, 6 Tagen, bevor ich das Video gemacht hatte, hatte ich glaube ich knappe 950 Abonnenten. Der Kanal ist gewachsen wie sonst was und er wächst immer noch. Absoluter Wahnsinn und demnach wird das 1000 Abonnenten-Special dieses Wochenende kommen. Könnt ihr euch darauf freuen, ich werde euch jetzt auch schon verraten, was es sein wird. Und zwar sind die Rankings auf meinem Kanal ja sehr gefragt und ihr guckt ja sehr gerne die Rankings an. Es wird ein Top 20 meine Lieblingshorrorfilme-Ranking kommen und zwar zu meinem 1000-Abo-Special. Da möchte ich noch ein bisschen Aufwand reinstecken und demnach dauert das noch ein bisschen, bis es kommt. Aber wie gesagt, am Wochenende ist es soweit und dann werdet ihr dann mein 1000-Abonnenten-Special sehen. Und da hoffe ich natürlich, dass es wieder genauso gut ankommt wie jetzt die letzten Videos, weil das ist absolut krank, was gerade passiert mit diesem Kanal. Das ist Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und unter meinem letzten Video, fünf Filme, die härter sind als der Serbian-Film oder brutaler sind als der Serbian-Film, da hat mir der gute Veteran610 eine Frage gestellt. Und diese Frage hat er sehr, ja, ordentlich meiner Meinung nach gestellt, war sehr nett. Und dann habe ich ihm darunter geschrieben, dass ich das Ganze in einem separaten Video beantworten will. Und zwar, ja, den Kommentar habe ich euch mittlerweile schon eingeblendet. War die Frage, ob ich mir solche harten Filme schon lange angucke, beziehungsweise seit wann ich mir die angucke. Und die Frage war natürlich auch noch, ob man sich an solche Brutalitäten gewöhnt oder ob ich da sogar Albträume von bekomme. Ich gehe mal davon aus, dass der gute Veteran 610 relativ neu auf diesem Gebiet ist, der Gore-Filme oder der extrem harten Filme. Es sind ja wirklich Filme, die so in Deutschland nicht erlaubt sind. Meistens nicht. Also meistens ist da eine Indizierung auf Liste A oder Liste B von diesen Filmen und manche sind sogar komplett beschlagnahmt. Also ja, um solche Filme ging es nämlich jetzt bei dem letzten Video und diese Frage möchte ich ganz gerne beantworten. Ich sag mal so, Horrorfilme generell gucke ich, glaube ich, seit ich junger Teenager war. Wahrscheinlich 12, 13 oder 14 oder sowas. Da fing das alles an mit Scream oder mit The Grudge oder das Nightmare on Elm Street Remake habe ich auch ganz früh gesehen. Und ja, das sind Filme so, mit denen ich dann, sage ich mal, so ein bisschen so in die Jugend, ja, mit denen ich mich befasst habe. Weil man ist als Teenager schon wirklich sehr interessiert an solchen Filmen und googelt dann natürlich, was es dann so noch gibt. Und irgendwann wurde uns klar, ja, viele Filme sind ja in Deutschland gar nicht erlaubt, so die man dann noch so googeln kann. Und ja, seitdem befasse ich mich damit. Und das ist wahrscheinlich seit ich 18, 19 oder sowas bin, befasse ich mich auch mit diesen härteren Filmen und schaue mir auch ganz gerne mal solche Filme an. Das Ding ist, ich bin jetzt fast 25, also ich werde jetzt 25 übernächsten Monat. Und ich denke, ja, um auf die zweite Frage zu kommen, ob man sich an solche Brutalitäten gewöhnt, da kann ich sagen, ja. Man stumpft irgendwann ab. Man guckt sich solche Filme an, wie, sagen wir jetzt einfach mal, A Serbian Film oder The Human Centipede 2 oder die Vomit-Gore-Reihe oder sowas, ne? Das sind wirklich absolut krank harte Filme und die würde sich ein Mainstream-Zuschauer so nicht angucken, eigentlich. Wenn so ein Mainstream-Zuschauer an solche Filme drankommt, dann denkt er sich auch nur, was habe ich hier überhaupt gerade gesehen? Das ist ja nicht mehr normal. Ich habe da mittlerweile einen ganz anderen Blick drauf. Am Anfang war es bei mir auch so, dass ich mir dachte, boah,
das ist schon wirklich heftig und das sieht schon wirklich sehr verboten aus, ja. Mittlerweile denke ich mir, ja, es ist natürlich noch heftig und ich nehme solche Filme immer noch wahr als extrem heftige und kranke Filme. Aber mittlerweile muss man halt auch sagen, vergleicht man das auch mit anderen Filmen und da denkt man sich, puh, diese brutalen Filme mit diesem Gore und sowas, die sind für mich persönlich nicht mehr so schlimm. Ganz ehrlich, wisst ihr, was der schlimmste Film ist, den ich je gesehen habe? Da werdet ihr jetzt denken, was? Nee, aber es ist wahr. Schindlers Liste. Der Film ist zu nah an der Realität. Es ist ungefähr genauso geschehen damals, wie in diesem Film gezeigt. Und das ist eine Sache, die macht mir persönlich ziemlich zu schaffen. Also es ist wirklich auch ein Film, den habe ich nur einmal gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich den irgendwann noch mal ein zweites Mal sehe. Ich denke schon, aber es ist wirklich schwierig für mich, so diesen Film zu gucken. Das sind Filme, die machen mir zu schaffen. Und ja, demnach, also man stumpft von der Brutalität her auf jeden Fall ab, aber es gibt immer noch Filme, die machen mir auch zu schaffen. Und Albträume bekomme ich davon nicht, das ist nämlich auch noch eine Frage gewesen, ob ich die bekomme. Nein. Vielleicht als Teenager oder als Kind hat man mal Albträume von irgendwelchen Filmen gehabt, aber der Zug ist abgefahren. Soweit ist es einfach auch gekommen, so dass ich da, was Albträume angeht und sowas, komplett abstumpfe, also überhaupt nicht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da geht es mir auch gut. Ja, und da möchte ich generell auch nochmal gerne auf das Thema eingehen, warum guckt man denn eigentlich solche brutalen Filme? Ja, ich glaube, das ist so eine Faszination, die hat die Menschheit sowieso schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht. Ich meine, im alten Rom gab es Gladiatorenkämpfe. Da waren tausende Leute in dieser Arena und haben sich angeguckt, wie, keine Ahnung, ein Löwe gegen drei Menschen kämpft oder sowas, bis auf den Tod. Oder halt, was weiß ich, ein Bär gegen drei Hunde oder sowas. Sowas hat man sich da früher angeguckt in diesen, Arenen, so, sage ich mal. Und Gladiatorenkämpfe gab es natürlich auch, wie bei der Serie Spartacus zum Beispiel. Es sind Sachen so, die Leute gucken sich halt brutale Sachen gerne an und da falle ich unter dieses Raster auf jeden Fall auch. Kann ich sagen. Diese brutalen Filme waren damals, als ich die angefangen habe zu gucken, Grenzerfahrungen. Mittlerweile würde ich sagen, gucke ich die einfach noch, weil ich sehr fasziniert auch bin von dem, was hinter diesem Film steckt. Warum macht man so einen Film? Wie sind diese Effekte gemacht? Also ich fahre voll ab auf solche handgemachten Bluteffekte oder sowas. Ne? Wenn die gut gemacht sind in einem Film, dann hat man mich eigentlich schon. Dann braucht die Story eigentlich, ja, die muss vorhanden sein, aber nebensächlich könnte sie auch sein. Wie zum Beispiel in den Vomit-Gore-Filmen. Die haben praktisch keine Story. Das ist praktisch nur handgemachter, richtig gut gemachter Gore. Das ist halt so die Sache. Das ist eine Frage von einem Abonnenten plus dann noch die weitere Frage, die ich kurz und knapp beantworten wollte in diesem Video. Plus halt mein 1000-Abonnenten-Special wollte ich auch gerne ankündigen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, warum guckt ihr solche Filme? Oder könnt ihr das überhaupt nicht verstehen, warum man solche Filme guckt? Ich glaube, das ist eine Faszination, die hat die Menschheit sowieso, wie gesagt, schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und ich glaube, sowas hört auch nicht auf. Der Mensch liebt Grenzerfahrungen und irgendwann werden solche Grenzerfahrungen vielleicht zur Normalität und dann guckt man sich halt auch noch mehr von diesen Filmen an. Ja, das war mein kurzes und knappes Video, was ich heute mal machen wollte, um euch das mal zu erzählen. Und von diesem netten Abonnenten mal eben die Frage zu beantworten. Und ich denke, ja, wenn ihr daran Spaß hattet, an diesem kleinen kurzen Video, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar und ein Like da und könnt mich gerne abonnieren. Die Abonnentenzahl steigt wie sonst was. Ich kann mich nur nochmal bedanken und dann sage ich wie immer, war schön, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!